Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video an einem wunderbaren Freitag. Quasi ist es schon. Donnerstagnacht, Freitag. Erstmal schönen Feiertag heute an alle. Und genießt die freie Zeit. Ich hoffe, ihr habt. Eigentlich haben wir heute so gut wie alle frei, glaube ich. Genießt die Zeit mit der Family. Und ja, ich bin sehr gespannt, heute jetzt in die ganzen neuen Songs reinzuhören. Wir haben eine pickepackevolle Release-Woche wieder. Bedeutet, hier werden wieder einige Tracks zusammen angeguckt. Erstmal, liebe Grüße an alle, die zusehen. Ich habe versucht, mir wieder Namen zu merken. Aber ich habe Leonie, habe ich mir gemerkt. Leonie, Markus. Bei Markus denke ich immer an ältere Leute direkt. Ich weiß nicht warum. Marvin haben wir noch am Start. Wen haben wir noch? Nikita. Nikita, sehr schöner Name, finde ich. Und wen habe ich noch gelesen? Josephine oder Josephine. Oder Josie, irgendwie so. Hi. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, schreibt euren Namen in die Kommentare und kommentiert einfach fleißig. Dann bleibt ihr mal im Kopf, weil ich die Kommentare immer lese. Wir haben heute am Start Billa Joe mit Inner Peace, produziert von Mixo und MacLoud. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich sehr drauf. Link zum Original ganz oben in der Beschreibung, so wie immer natürlich. Checkt erst die Original-Tracks ab, hört sie durch, hört sie rauf und runter und kommt dann hier zu der Reaction. Wir werden uns noch einige andere Songs geben, weil ihr einen besonderen Track heute gehört habt, der rausgekommen ist, den ich hören soll. Oder wo ihr meine Meinung haben wollt, ab damit in die Kommentare. Und dann werde ich den vielleicht noch mit euch zusammen hier besprechen, sag ich mal, ja. Wir hören jetzt auf jeden Fall rein bei Inner Peace von Billa Joe, Prinz von Mixu und MacLoud. Ich bin gespannt. Let's go. Scorpion Gang. Scorpion Gang, cooles Logo, Alter. Mag ich gerne. Ey, direkt ein cooler Beat. Nice, Mann. Und auch direkt, erster Shot, cooles Musikvideo. Ich habe leider eine Rohversion quasi noch. Ich weiß nicht, von wem das Musikvideo ist, aber sieht sehr, sehr clean aus. Jetzt schon. Fensterscheibe hoch, sobald die Cups mich sehen. In meinem Block hörst du am Mitternacht Sirenen. Für meinen Seelenfrieden gibt's keinen Preis. Doch auf Nummer sicher, Honig in mein Portemonnaie. Ab so viele Dons wie bei einer Achterbahn. Oh, ich hätte ehrlich gedacht, dass der Beat jetzt härter einsetzt, aber es ist entspannt, dass es so vibey ist. Erstmal, Billa Joe hat natürlich eine unfassbar angenehme und cleane Stimme. Ich mag seine Aussprache immer, die ist so dieses andere, super cleane, finde ich. Ich bin gespannt, ob so ein bisschen vibiger Sommersong fast schon wird. Also Inner Peace, auch so hört sich natürlich so sehr ruhig eher an. Ich bin gespannt, weil auch der Beat, so die Atmo, ist bis jetzt sehr entspannt. Kein sehr sommerlich. Doch, Nummer sicher, Honig in mein Portemonnaie. Ab so viele Dons wie bei Nachtabahn. Baby, ruf mich an, ich sage ab spontan. Sag mir, wie lang soll das drogen? Das ist so mein Lifestyle. Baby, ruf mich an, ich sage ab spontan. Weiß ich, das bin leider so ein bisschen ich manchmal. Noch gehen, ich hab Fragen über Fragen, mit der Zeit kommt dran. Mein Kopf, voll Stress, war los. Doch jetzt push ich mich und mein Team ans Limit. Bis jeder sein Peace findet. Ey, ich mag seine Flow-Switches so auch gerne. Das ist so übel angenehm. Doch jetzt push ich mich und mein Team ans Limit, bis jeder sein Peace findet. Kein Stop, no cap, war broke. Doch jetzt push ich mich und mein. Ey, das sieht so ein bisschen aus wie so aus einem Spider-Man-Film, so ein Shot. Wisst ihr, wie ich meine? Immer so im Hinterhof USA, so Mülltonnen und irgendwie, keine Ahnung, Spider-Man changed sein Outfit so kurz rum, erinnert mich. Übel dran, so eine Nebengasse immer. Und dann geht hier ab. Oh, ehrlich, sehr vibey. Sehr ruhig. Ich habe gedacht, dass jetzt vielleicht doch nochmal der Beat einsetzt irgendwie. Ein bisschen mehr Bass oder so. Aber es ist wirklich sehr ruhig und vibey. Gefällt mir aber, weil jetzt auch hier, ich weiß, sieht aus wie Miami vielleicht, Florida, Kalifornien, I don't know. Übel sommerlich. Wir haben jetzt die sommerlichen Songs, die kommen. Mag ich gerne. Ja, bis sie jeder sein Peace findet. Dauert's Jahre, es muss viel stimmen. Am das fragen, darf ich sie bitten, einmal auf die Wache mitzukommen, war der Worst Case. Zeiten haben sich geändert seit dem Montfrère shoppen in Torino. Meine ohne Spiel so. Jetzt, wo Bitches wissen, gehe ich nicht in fremde Pussys ohne Visum. Okay. In Torino, meine ohne Spiel so. Jetzt, wo Bitches wissen, gehe ich nicht in fremde Pussys ohne Visum. Besser ist es auch, immer Visum dabei haben. Baby Mama Drama, lass mal diese Minus, denn das Paid, mit dem ich dreh, ist DIN A4 groß. Hassen seit dem ersten Tag. Das ist eine coole Zeile. Denn das Paid, mit dem ich dreh, ist DIN A4 groß.
Das war eine coole Zeit. Baby Mama Drama, lass mal diese Minus, denn das Pad, mit dem ich dreh, ist Nina 4 groß. Hasseln seit dem ersten Tag, dank der Straße, weil sie zu mir ehrlich waren. Als die Bullen auf den Fersen waren, bekam meine Mann fast einen Herzinfarkt. Ständig on the road, ich bin am Akkan ohne Breaks. Es gibt keinen Stopp, der nächste Halt ist in L.A. Damals Tiefpunkte, heute Head-Up-Display. Das Ding ist, ich habe von Billa Joe noch nicht so viel gehört, so ein, zwei Songs, aber noch nicht wirklich, dass ich sage, ey, ich habe seine komplette Diskografie irgendwie durchgehört. Und ich finde sein Storytelling irgendwie voll nice. Also, weil es nicht nur dieses, ich muss belanglos irgendwas rappen ist, sondern er erzählt halt viel von seiner Story irgendwie. Und das finde ich ganz, ganz angenehm. Kanone Breaks, es gibt keinen Stopp, der nächste Halt ist in L.A. Der Beat, ich habe mich ehrlich ein bisschen in diesen Beat verliebt, muss ich auch sagen. Damals Tiefpunkte, heute Head-Up-Display. Summer Jam auch im Start gewesen da. Halleluja, shit change. Mein Kopf, voll Stress, war los. Doch jetzt büch ich mich um mein Team. Oh mein Gott, was eine wunderschöne Aufnahme hier. Sag mir, was das ist. Ist das Miami? Boah, das sieht wunderschön. Es sieht für mich wie Miami aus, weil ich bin gerade noch dabei, Dexter zu gucken. Dexter spielt in Miami und da sieht das ungefähr immer so aus. Könnte Miami sein. Wäre cool. Ganz kurz Bezug nehmen, Dexter-Serie geguckt. Ja, nein, vielleicht. Kann ich sehr empfehlen. Gibt es bei Sky zu gucken, aber Sky habt ihr nicht. Und sonst Amazon Prime ist aber kaufen, leider. Das ist für mich so richtig vibe Sommer einfach. Fensterscheibe hoch, sobald die Cups mich sehen. In mein Block hörst du mit der Nacht sie reden. Für meinen Seelenfrieden gibt's keinen Preis. So eine angenehme Stimme. Honig in mein Portemonnaie. Ab so viele Dons wie bei Nacht. Hier hätte ich noch den Beat-Einsatz gefühlt. Baby ruft mich an, ich sage ab spontan. Sag mir, wie lange soll das Dorgel noch gehen? Ich hab Fragen über Fragen mit. Ey, Summer sieht auch wieder richtig, richtig gut aus, ich weiß nicht. Also, er sah nicht schlecht aus, aber er sieht so. Keine Ahnung. Ich mag es einfach mehr von Summer zu sehen, weil es ein bisschen nach Maximum ein bisschen ruhig geworden ist wieder. Fragen über Fragen mit der Zeit kommt Rat. Mein Kopf, voll Stress, war los. Doch jetzt push ich mich um mein Team ans Limit. Bis jeder sein Peace findet. Kein Stopp. No cap. Oh, am Ende, ich warte die ganze Zeit nur, dass der Beat einsetzt, Mann. Kommt schon, gib mir doch diesen Beat-Einsatz. War broke, doch jetzt push ich mich um mein Team ans Limit, bis jeder sein Peace findet. Oh, ich hatte ganz kurz Angst, dass der Beat-Einsatz nicht mehr kommt. Das wäre so unsatisfying gewesen. Ey, chillige Sommernummer, würde ich sagen. Da, directed by Reggie Redneck. Shoutouts gehen raus, Mann. Geiles Musikvideo geworden. Trap Life Balance. Geil. Coming soon. Okay, ich denke, es gibt noch keine Links dafür, aber wenn doch, dann werde ich sie euch in die Beschreibung packen. Ey, sehr chilliger, ruhigerer Sommersong, finde ich. Vibey. Sehr cool vom Feeling her, von der Atmo her. Der kommt, glaube ich, auch in meine Playlist. Ich versuche jetzt immer unter jedem meiner Videos meine Playlist. Deutschrap stimmt so. Da könnt ihr auch auf Spotify suchen, sonst einfach zu verlinken. Da sind immer so die Top-Tracks, die ich gerade am liebsten höre drin. Und der ist halt sehr ruhig, sehr vibey. Das gefällt mir, Mann. Das gefällt mir. Wir können auch mehr von Billa Jones abchecken und reinhören mal. Ist nicht 100% das, was ich 24/7 privat höre. Ich bin ja sehr auf diesem Luciano Jamule-Film, so wo viel dicker Bass, pompöse Beats, lautere, schnellere Tracks. Andererseits höre ich auch in letzter Zeit immer wieder gerne Art oder Crow oder die 01099 Boys, die halt auch dieses komplette Gegenteil, sondern eher in diese Richtung gehen, so ruhig, chillig, Atmo, Sommer, so, weil die Sommersongs fühle ich irgendwie jetzt zur Zeit, weil es langsam wieder echt warm wird. Das heißt, bald muss ich wieder meine Klimaanlage anmachen beim Aufnehmen und die steht hier beim Fenster und dann habt ihr hier minimales Rauschen wieder drin, aber dann ist es hier in meinem, also mein ganzes Studio, das Zimmer hier, hat überall diese Tonverpolsterung, ja. Und die isolieren komplett gut für den Sound, schlecht für die Wärme. Weil wenn warme Luft einmal drin ist, geht die nicht mehr raus. Und dann sind es hier über 30 Grad, no joke, drin. Und das ist echt nicht auszuhalten dann. Aber gut, ey, ultra cooler Song. Links vorne in der Beschreibung, lasst mal auch mal in den Kommentaren da. Und vergesst nicht reinzuschreiben, den wir noch abchecken sollen. Habt einen wunderbaren Tag, ja. Bleibt bitte so fresh und so gut aussehend wie immer. Und ciao.